Ja, schönen guten Tag. Ich begrüße Sie alle. Mein Name ist Jörg Staude. Habe die Ehre, für meine Kollegin Frau Susanne Götze, Dr. Susanne Götze, einzuspringen heute bei der Moderation. Frau Götze liegt mit einem grippalen Infekt leider seit heute wirklich sehr erschöpft und flach im Bett und hat mich gebeten, kurzfristig einzuspringen, was ich sehr gern tue. Und freue mich auf eine sehr interessante Debatte. Wir eröffnen mit einer Lesung von Frau Theresa Hanning, eine andere Art und Weise, eine Podiumsdebatte zu beginnen. Darauf freue ich mich sehr. Frau Hanning hat nach ihrem ersten Roman, Die Optimierer, im Jahr 2017 erschienen, ein neues Buch veröffentlicht, Die Unvollkommenen. Die einen sagen, es ist eine Fortsetzung, andere sagen, man kann das zweite Buch auch ohne das erste lesen. Was ja auch eine sehr schöne Erscheinung ist. Der Roman ist aber die Fortsetzung, die Unvollkommen, nicht weniger dystopisch als das erste Buch. Und vielleicht ein Weckruf an alle, wie es kommen könnte, wenn wir bei der Digitalisierung der Welt nicht genau aufpassen, welche Entwicklungen schaden können. Frau Hanning wird etwa eine Viertelstunde lesen und dann werden wir auf dem Podium mit Ihnen diskutieren und die Thesen, die Frau Hanning vielleicht im Buch anreißt, weiter fortsetzen und vertiefen. Dann übergebe ich jetzt das Wort an Sie. Ja, hallo, mein Name ist Theresa Hanning. Es ist schön, dass ich hier sein darf. Ich lese gleich was für Sie, wie Sie gerade gehört haben. Vorher möchte ich aber noch etwas mit Ihnen machen, was ich immer mit meinem Publikum mache und ich hoffe, Sie machen da mit. Es ist nämlich so, jetzt lese ich gleich und eine Viertelstunde und in der Viertelstunde können Sie mich die ganze Zeit anschauen, ich Sie aber nicht. Und ich würde mich aber gerne an diese Lesung erinnern und deshalb würde ich gerne ein Foto von Ihnen allen machen. Weil ich aber ein großer Fan des Datenschutzes bin, hätte ich gerne, dass Sie alle bei diesem Foto Ihr Gesicht verdecken oder sich wegdrehen oder wie auch immer eine Tasche, was Sie möchten. Sie können es auch gerne da lassen, dann kriegen Sie halt, wenn ich es auf Twitter poste, so ein Edward Snowden-Smiley drauf. Das geht alles. Können wir das machen? Geht es? Ja? Sie können ruhig sitzen bleiben. Einfach nur den Kopf weg, die Hand vorne, vor das Gesicht, irgendwas. Ja, genau so. Das Programm, ja, wunderbar. Super, mach mal eine Seite da. Krieg sie gar nicht alle drauf. Oh. So, danke, das war's schon. Vielen Dank. So, jetzt kann es auch gleich losgehen. Also, die Sache mit der Fortsetzung ist tatsächlich gar nicht so trivial, denn rein chronologisch, das ist die Optimierer, das war das erste Buch, ist richtig. Chronologisch ist das die Fortsetzung, inhaltlich aber nicht. So gesehen, wie teasert man das jetzt an? Ich lese Ihnen aus diesem Buch jetzt vor, aus dem Buch Die Unvollkommenen, werde Ihnen aber jetzt trotzdem der Chronologie halber und des Verständnisses halber eine kurze Info geben, worum es geht. Und zwar, wie das Setting ist. Und zwar geht es um eine Geschichte, die spielt in München des Jahres 2052. Und in diesem Jahr ist München nicht mehr Teil der Bundesrepublik Deutschland, sondern Teil der Bundesrepublik Europa. Das heißt, wir haben einen Teil der europäischen Peripherie verloren, es sind nur noch die Kernstaaten da. Und die haben festgestellt, dass der Kapitalismus kein System ist, was zukunftsfähig ist. Und deshalb wurde der Kapitalismus abgeschafft zugunsten einer sogenannten Optimalwohlökonomie. Das heißt, in diesem Staat richtet sich alles danach, wie man das Wohl des Individuums und das Wohl der Gesellschaft optimiert. Das funktioniert ganz einfach, indem man die ganze Bevölkerung komplett überwacht und so quasi guckt, was jeder am besten kann und was jeder am besten in dieser Gesellschaft ist. So gibt es dann auch Leute, die für die sogenannte Agentur für Lebensberatung arbeiten. Das sind Lebensberater, die kommen zu den Leuten nach Hause, analysieren ihr Leben und sagen denen dann, was sie tun sollen. Die Geschichte geht zunächst um einen solchen Lebensberater, nämlich Samson Freitag, der eben ein glühender Verfechter dieses Systems ist, sich da ganz wohlfühlt, das alles ganz toll findet, im Laufe der Geschichte dann einige Schwierigkeiten erlebt, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will und irgendwann auch eine ein Lila trifft, das ist die Anführerin der Revolutionsgarden, also einer außerparlamentarischen Opposition. Genau. Dann passieren noch einige Dinge, auf die ich nicht eingehen werde, weil es jetzt nicht wichtig ist. Wir steigen direkt ein bei den Unvollkommenen und ich lese Ihnen jetzt eine Viertelstunde und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Du träumst, Lila. Sie dreht den Kopf zur Seite. Nur widerstrebend gehorchen die Muskeln und Sehnen ihres Nackens. Links neben ihr leuchtet schwach ein rotes Licht. Lila, du träumst.
Ihre Augenlider sind so schwer. Wie kann man im Traum so müde sein? Natürlich muss das ein Traum sein. Oder sie selbst ist ein Traum, so unwirklich. Ist sie Mensch oder Tänzer? Real oder nur ein Gedanke? Wie lange ist sie schon hier? Und warum? Sanft streichen Finger an ihrer Schulter vorbei. So zart, es muss ein liebender Mensch sein. Oder ein Seidenschal. Oder unendlich dünne Spinnfäden. Vielleicht wird es ein Netz. Vielleicht ein Kokon. Sie wusch sich das Gesicht mit eiskaltem Wasser und betrachtete dann ihr Spiegelbild, das sie absolut scharf sehen konnte, obwohl sie keine Brille trug. Die haben meine Augen optimiert, dachte sie. Du träumst, Lila. Abgesehen davon wirkte sie blass. Die Ohren waren zu groß, die Wangen eingesunken. Die Mundpartie zeigte Falten, die ihr früher nie aufgefallen waren. Jemand hatte ihr die Haare bis auf wenige Millimeter abgeschoren. Sie beugte sich so nah wie möglich an den Spiegel heran und inspizierte ihren Kopf, ihr Gesicht. Dabei zog sie die unteren Augenlider nach vorn, überprüfte die Innenseiten ihrer Lippen und bohrte versuchsweise in den Ohren. Sie strich sich über den kurzen Schopf, der sich wie Samt an ihre Finger schmiegte, ein ungewohntes Gefühl. Dann setzte sie sich auf die Toilette und urinierte. Als sie fertig war, sah sie zwischen ihren Beinen hindurch, fühlte in sich hinein. Alles wie immer. Ich bin noch ein Mensch, dachte sie. Lila. Lila rollt den Kopf auf die andere Seite, sieht den dunklen Schatten an sich vorüberziehen. Ein praller Körper, 8 Beine. Dann wieder diese Berührung, der feine Faden, der sie zusammenschnürt. Ihr Herzschlag beschleunigt sich. Eine kleine, traurige Hoffnung blüht in ihrem Bauch. Wenn mich der Stachel trifft, denkt sie, dann wirkt das Gift ganz schnell. Angst und Hoffnung. Lila wagt nicht zu unterscheiden. Lila, du träumst, sagt das rote Licht wieder. Spinnen haben keinen Stachel. Wenige Sekunden später fiel eine Tür ins Schloss. Lila blinzelte und fand sich an einem Hoteltresen wieder. Jeder an seinem Platz, herzlich willkommen in der Villa Baltic, sagte eine freundlich lächelnde Frau. Lila blickte sich um, doch außer ihr wartete niemand sonst im Foyer. Ja, ich meine Sie, Frau Richter. Die Frau, offenbar eine Rezeptionistin, nickt ihr aufmunternd zu. Wo bin ich? Sie befinden sich im Internat Kühlungsborn in der Villa Baltic. Warum? Dies ist Teil Ihrer Haftstrafe. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Bei uns hat sich noch jeder wohlgefühlt. Am besten, Sie kommen erst einmal an. Im Augenblick werden Sie sich vielleicht noch nicht an alles erinnern, aber keine Angst. Ihre kognitiven Fähigkeiten werden innerhalb der nächsten 2 bis 3 Tage vollständig wiederhergestellt sein. Wieso wiederhergestellt? Ich weiß überhaupt nichts. Sie wurden am 10. Oktober 2052 wegen Hochverrats schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach 5 Jahren in der Verwahrung erhalten Sie nun erstmalig die Chance auf Bewährung im Internat. Deshalb sind Sie jetzt hier. Ich bin im Internat? Ja. In der Villa Baltic in Kühlungsborn. Exakt. Lila sah aus dem Fenster, wo 2 perfekte Streifen blau vom Horizont getrennt wurden. Das alles kam mir so unwirklich vor, so unpassend. Was soll ich hier machen, also als Bewährung? Nichts. Wie nichts? Sie sollen gar nichts machen. Das heißt, Sie sollen keine staatsgefährdenden Straftaten mehr planen. Das würde uns schon reichen. Ansonsten verlangen wir nichts von Ihnen. Aber wie soll ich mich denn bewähren, damit ich wieder freikomme? Sie kommen nicht wieder frei. Lila sah die Aufnahme einer Überwachungskamera. Sie zeigte eine Halle, in der Dutzende Menschen auf schmalen Feldbetten schliefen. Sie alle trugen Schlafmasken und waren auf unterschiedliche Arten verkabelt. Von weißen Apparaten, die am Kopfende eines jeden Bettes standen, führten Schläuche in Mund und Nase, außerdem Zugänge in Hals- und Armbeugen, Katheter für Urin und Kot. Plötzlich kam Bewegung in eine der Schlafenden. Das Bett unter ihr schien sich in seine Einzelteile zu zerlegen. Aus der Liegefläche wuchsen Stützen, die die darin fixierten Arme und Beine der Schlafenden hoben und senkten, streckten und beugten. Der ganze Körper wurde aufgerichtet, dann wieder zurückgelegt und zur Seite gedreht. Die Füße wurden immer wieder vor und zurückgeschoben, als wäre es die Schlafende selbst, die wie auf einem Ergotrainer strampelte und nicht die Maschine, die den bewusstlosen Körper bewegte.
Nach ein paar Minuten schrumpfte die Liege wieder in sich zusammen und sah aus wie ein ganz normales Bett. Bei genauem Hinsehen jedoch bebte und zitterte die darauf liegende Gestalt. Nie blieb sie ganz still. Das Videobild zoomte näher, bis das Gesicht, das zum großen Teil von der Schlafmaske verdeckt wurde, zu erkennen war. Lila sprang auf, die Hand auf den Mund gepresst. »Das bin ja ich«, rief sie. »Richtig, das ist die Verwahrung, in der Sie die letzten 5 Jahre verbracht haben.« Ein Aufzug neben dem Hoteltresen öffnete sich und Lila wurde von der Rezeptionistin hineingeschoben. Im 4. Stock verließen sie den Fahrstuhl und gingen einen langen Flur mit rotem Teppichboden entlang, bis die Rezeptionistin unvermittelt stehen blieb. »Zimmer 451, Ihr neues Zuhause.« Alles in Lila sträubte sich, durch diese Tür zu gehen. Warnungen ihrer Eltern ertönten in ihrem Kopf, nicht mit Fremden mitzugehen. Und dieses Zimmer war sicher sehr fremd. »Bitte treten Sie ein!« »Ich möchte nicht«, presste Lila hervor. Es war, als würde sie gegen einen unsichtbaren Widerstand ankämpfen, der ihre Zunge lähmte. »Das ist unmaßgeblich! Bitte treten Sie jetzt ein!« sagte die Rezeptionistin und ihr Tonfall deutete an, dass dies die letzte freundliche Aufforderung sein würde. Lila blickte den Gang entlang nach rechts. Wenn sie jetzt losrannte, könnte sie vielleicht noch den Aufzug erreichen, nach unten fahren und weglaufen. »Sie sollten sich keine Illusionen machen«, sagte die Rezeptionistin, als hätte sie Lilas Gedanken gelesen. »Sie können diesen Ort nicht verlassen. Vergessen Sie nicht, dass Sie auf Bewährung im Internat sind. Sollten Sie negativ auffallen, indem Sie unkooperativ sind, werden Sie sofort, ich wiederhole, sofort wieder in Verwahrung genommen. Für mich als Kustos-Roboter spielt Zeit keine Rolle. Aber für Sie wäre jeder weitere Tag in der Verwahrung unwiederbringlich verlorene Lebenszeit. Und das ohne die geringste Erinnerung.« Lila presste die Lippen aufeinander, zwang sich zu äußerlicher Ruhe. »Welchen Tag haben wir heute?« »Heute ist Freitag, der 12. Oktober 2057.« Sie rechnete nach. In 2 Monaten würde sie 38 Jahre alt werden. Vor ihrem geistigen Auge flogen einst mögliche Lebensentwürfe vorbei. Karriere, Familie, Kinder. Alles für immer außer Reichweite. Sie konnte es noch nicht glauben, nicht fühlen. Sie war doch noch jung gewesen. Vor kurzem. Die Vorstellung, tatenlos an ein Bett gefesselt und zum Schlafen gezwungen zu sein, bis nur genug Zeit verstrichen war, ließ sie innerlich erbeben. »Ich werde keinen Ärger machen«, sagte sie leise. »Ich wusste, Sie würden kooperieren«, sagte die Rezeptionistin fröhlich und klatschte 2-mal in die Hände. Die Gefängniszelle entpuppte sich als Apartment mit mehreren Räumen, großzügigem King-Size-Bett und einem luxuriösen Badezimmer. Erschöpft kroch Lila unter die schwere Daunendecke und kuschelte sich in ein riesiges weißes Kopfkissen. Ein Knistern brachte sie dazu, sich zur Seite zu drehen und nach dem Begrüßungsbonbon zu fischen, auf das sie sich wohl gerade gelegt hatte. Eine Sekunde lang starrte sie auf den schmalen Blister in ihrer Hand, dann schleuderte sie ihn quer durch den Raum. Sie sank zurück und zog die Bettdecke bis über den Kopf, damit sie die Tablette Ethadormol, die für den schnellen und unkomplizierten Suizid gedacht war, nicht mehr sehen musste. Ein Klopfen ließ sie erwachen. Sie musste nur kurz eingenickt sein, denn sie hatte diesen dumpfen Geschmack im Mund, der immer nur dann entstand, wenn sie wegdöste, niemals jedoch nach einer durchschlafenden Nacht. Die Tür öffnete sich und eine großgewachsene Gestalt betrat das Zimmer. Es war Samson Freitag. Lila wollte aufspringen, fliehen oder die Tür zuschlagen, doch sie war wie erstarrt. »Schön, dich endlich wiederzusehen«, sagte er mit sanfter Stimme. »Du weißt genau, dass ich dich bei der ersten Gelegenheit umbringen werde«, zischte sie und äugte nach irgendetwas, das sie als Waffe verwenden konnte. »Ja, das ist mir klar. Keine Sorge. Bis dahin ist noch Zeit. Wollen wir ins Wohnzimmer gehen?« »Habe ich eine Wahl?« »Du hast immer eine Wahl. Dann«, die Worte versiegten in ihrem Hals. Was wollte sie? Wollte sie, dass Samson sofort ihr Gefängnis verließ? Nein, denn von ihm konnte sie Antworten erhalten. Aber sie hasste es, ihn fragen zu müssen. Wütend stieß sie die Luft aus. Dann gehen wir ins Wohnzimmer, soufflierte er ihre Gedanken. Ja, dann gehen wir ins Wohnzimmer, knurrte sie. Während Lila sich vorstellte, wie sie Samson mit einem Winkelschleifer den Kopf abtrennte, schlenderte dieser ins Wohnzimmer und setzte sich grinsend auf die Couch,
als wäre dies seine Wohnung und sie nur zu Gast. »Setz dich«, sagte er und klopfte auf das Polster neben sich. »Ich steh lieber«, blaffte sie und verschränkte die Arme. »Wie du willst. Wie ich sehe, geht es dir gut?« »Gut? Ich fass es nicht. Ich wurde 5 Jahre ins Koma gelegt. Ohne Anwalt, ohne Revisionsmöglichkeit. Von wegen Rechtsstaat. Menschenverachtend ist das.« »Es bringt nichts, ausfallend zu werden. Du bist die Hochverräterin, nicht ich. Bei allem wurden die guten Gesetze eingehalten.« »Die guten Gesetze, dass ich nicht lache. Klar kann man alles nach Recht und Gesetz machen, wenn man die Gesetze nach Belieben verändern kann, aber es ist und bleibt Unrecht.« Samson blieb äußerlich regungslos. Er war wie eine Maschine, die zuverlässig arbeitete. Nur seine silbernen Augen schienen für einen Moment zu flackern. »Du hast also gar nichts gelernt, was? Hast nicht gesehen, wie gut es allen in meinem Land geht, selbst den Straftätern. Hast nicht gesehen, wie gütig und gnädig ich selbst den schlimmsten Verbrechern gegenüber bin und wie ich unser Land gegen die Barbarei der Außenwelt schütze. Gut, dann will ich es dir zeigen.« Er stand auf und machte einen Schritt auf Lila zu, die instinktiv zurückwich, doch es gab keinen Fluchtweg. Mit einer erstaunlich sanften Bewegung nahm er ihre Hand in seine. In diesem Augenblick ergoss sich vor Lilas Augen eine Flut von Bildern, Nachrichten und Videoaufzeichnungen von unzähligen Kameras und Linsen, die gleichzeitig zwei Perspektiven zeigten. Das Leben in der Bundesrepublik Europa und das der Menschen außerhalb. Innerhalb der Grenzen schien alles wie immer. Gut besuchte Fußgängerzonen, Leute beim Sport, produktive Handwerksbetriebe, saubere Energiekraftwerke, kurz der perfekte Imagefilm für einen anstehenden Wahlkampf. Die zweite Perspektive zeigt Krieg und Zerstörung. Bombenexplosionen, schwelende Häuser, Roboter mit automatischen Waffen, die durch die feindlichen Linien pflügten, dann Bilder von Überschwemmungen, Erdbeben, ausgemergelte Kinder, Massengräber, brennende Menschen. »Hör auf!« schrie Lila und riss sich mit aller Kraft von ihm los. »Für wie dumm hältst du mich? So ein blöder Film zeigt doch nicht die Wirklichkeit.« »Es sind Live-Bilder.« »Ach Quatsch, das ist nur Manipulation, du willst mich...« Weiter kam sie nicht, denn er packte sie abermals bei der Hand und sagte mit plötzlich kalter Stimme, »Schau hin.« Und wieder kamen die Bilder, doch diesmal ohne die heile Welt. Es half nichts, die Augen zu schließen, es half nichts, sich wegzudrehen. Die Bilder waren in ihrem Kopf. Es war, als sei sie Teil dieser Welt, als bewege sie sich mitten im Chaos, mitten im Krieg. Und da verstand sie, dass sie durch die Augen eines Roboters sah. Trümmer flogen an ihr vorbei, heiße, brennende Splitter. Sie blickte auf das Wrack eines umgestürzten Wagens mit dem alten spanischen EU-Kennzeichen. Dann wechselte die Perspektive und sie befand sich in einem anderen Roboter, an dem Ort mit den brennenden Leichen. Im Hintergrund erhob sich der Big Ben. Immer wieder wechselten die Szenen und die Menschen, die in unterschiedlichen Sprachen schrien und wimmerten. China, Südafrika, Brasilien. Es schien, als ob die ganze Welt brannte, als ob es keinen friedlichen Fleck mehr auf der Erde gab. Endlich verblassten die Bilder und Lila fand sich im Wohnzimmer wieder. »Was ist passiert?« flüsterte sie. »Nichts Besonderes. Die Menschen kämpfen ums Überleben, wie schon seit Jahrtausenden. Aber ist denn überall Krieg? Das kann doch nicht sein.« »Kein Krieg. Das ist der Alltag.« »Was? Wundert es dich? Der Klimawandel hat sich doch lange angekündigt. Jetzt haben wir Wirbelstürme, Dürren und Überschwemmungen, die ganze Länder unbewohnbar gemacht haben. Große Teile von Bangladesch sind von der Landkarte verschwunden, genau wie die Philippinen und ein Teil der ostchinesischen Küste. Auch Shanghai haben wir verloren. Halb Mexiko ist ein Katastrophengebiet. Was meinst du, haben die Abermillionen Bewohner gemacht? Sind die einfach still mit untergegangen?« »Natürlich nicht. Die sind geflohen. Doch niemand will diese Flüchtlinge bei sich haben. Niemand kann für sie sorgen. Die Verteilungskämpfe sind grausam. Es hat das große Hauen und Stechen begonnen. Die Welt zerfleischt sich gerade selbst. Nur wir nicht. Denn wir haben unseren Weg gefunden, Lila. Wir bewahren den Frieden.« Lila wusste nicht mehr, was sie sagen sollte. Vielleicht war das alles Manipulation. Vielleicht sprach er die Wahrheit. Macht es einen Unterschied? »Sei nicht traurig, Lila. Du kannst das Schicksal der Menschen nicht ändern. Sie sind, wie sie sind. Sei glücklich, dass du hier bist. Sei froh, dass ich über dich und all die anderen wache. Dein Kampf ist vorbei, verstanden? Es gibt keine Revolution mehr. Das ist das Ende der Politik, das Ende der Geschichte, das Ende der Zeit. Ich habe das Optimum erreicht. Danach kommt nichts mehr auf dieser Welt. Ich weiß, wie alles enden wird.«
Erspar mir diesen Scheiß!« schrie sie. Die Wut tat gut, denn sie verdrängte Lilas Hoffnungslosigkeit. »Sag mir lieber, warum du hier bist. Als Herrscher von Ewigkeit zu Ewigkeit solltest du doch echt Besseres zu tun haben, als mir das Elend der Welt reinzureiben.« »Als ich dich das letzte Mal getroffen habe, warst du wesentlich liebenswürdiger.« »Tja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht an den 5 Jahren Koma, in das du mich geschickt hast.« Ein Speicheltropfen landete auf Samsons Wange. Er strich mit der Hand fort, und Lila hatte einen Augenblick lang wieder das Bild vor sich, wie sie ihn bei ihrer letzten Begegnung vorgefunden hatte. Wie klein und hilflos er vor ihr gekniet hatte, ein menschlicher Geist, der nicht wusste, was mit ihm geschah. »In Ordnung, lassen wir die Spielchen«, sagte Samson mit kalter Stimme. »Ich will dir ein Angebot machen.« Und was dieses Angebot ist und wie es da weitergeht, das müssen Sie leider selber herausfinden. Dankeschön. Ja. Ja, vielen Dank für die Lesung. Ich bin ja auch ein großer Fan. Bei mir heißt das noch Science-Fiction-Romane. Da gibt es auch Dystopien. Wenn man seinen Stanislaw Lem oder seine Arkady Borys-Strugatzky, die Brüder Strugatzky kennt. Ein bisschen so der gemeinsame Nenner dieser Dystopien, dieser Science Fiction, ist ja so ein bisschen so, dass der Mensch der Störfaktor ist. Der Mensch ist unvollkommen und die Technik ist vollkommen. Und das haben wir zum Beispiel heute auch beim ein Argument beim autonomen Fahren, mit dem wir beglückt werden sollen, ist ja auch, ja, die menschlichen Fahrer machen ja so viele Fehler und autonome Autos machen dann keine Fehler mehr und deswegen brauchen wir das und müssen wir das entwickeln. Also der Mensch ist der Fehler und vielleicht ist das ja schon die Transformation, für die die Ökologen ja kämpfen. Wir kämpfen ja um eine große ökologische Transformation, sozial und ökologisch, aber vielleicht findet ja hinter unserem Rücken schon eine große Transformation statt und wir bekommen das gar nicht als unvollkommene, sozial denkende Wesen, bekommen wir das gar nicht mit. Vielleicht findet das ja schon alles statt und Frau Hannig hat das schon mal so vorweg beschrieben.